Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect 3. Wir waren jetzt im Huerta Krankenhaus und wollen jetzt ins Purgatory zu Aria. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. Ich glaube, dass er das getan hat. Das waren Flüchtlinge. Verdammt, die hatten doch sowieso kaum was. Haben ihr Zuhause verloren, ihre Liebsten. Kann ich hier irgendwas? Ich weiß, dass es Beschwerden gibt. Wir tun unser Bestes mit dem, was wir haben. Tagebuch, Citadel, verbessertes Energieraster. Hey, bereit für eine ordentliche Fahrt? So, auf welcher Ebene ist jetzt Aria vertreten? Ah ne, die meinte diesen VIP-Bereich, ne? Hey Commander, schön, dass Sie runter in den Dreck zu uns Frontschweinen kommen. Sie meinen, ich mag keinen Dreck? Ach, kommen Sie. Ich habe gar nichts gemeint, Loco. Sicher. Also, was haben Sie gemeint? Sehen Sie den Marines da? Keine Offiziere. Nur die normale, kämpfende Truppe. Und? Sie haben alle meine Drinks bezahlt. Wissen Sie, warum? Aus demselben Grund, warum Sie verstummt sind, als Sie reinkamen. Sie scheinen mich aber nicht einzuschüchtern. Ich finde, Sie könnten etwas respektvoller sein. Sicher. Aber wir haben gekämpft. Ich habe sie in Action gesehen. Nichts für ungut. Sie sind wahrscheinlich einer der Besten. Wahrscheinlich? Aber sie sind nur ein Mensch. Wie ich. Aber die nicht? Nein. Ich weiß noch, wie man sie zum ersten Spectre der Menschen gemacht hat. Ich habe das Video gesehen. Wie wir alle. Aber für die sind sie überlebensgroß. Ich habe ja schon viel gesehen, aber ich bin auch nur ein Soldat. Ich gehöre zu ihnen. Schon, aber die kennen sie nicht. Sie wissen nur, was ihnen erzählt wurde. Hören Sie. Sie wollen beweisen, dass sie zu uns gehören? Mag sein. Dann geben Sie einen aus. Nicht übertreiben. Dann geben Sie wenigstens mir einen aus. Ich dachte schon, dass es darauf hinausläuft. Ja, und ich denke, dass sie mir keinen ausgeben werden. Au. Sorry, aber... Nee, echt nicht. Ich weiß nicht, ich finde ihn einfach irgendwie unsympathisch. Bist du Aria? Du siehst mir aus wie Aria. Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat das schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Shirk, ich brauche die Asari-Ratsherren. Ich grüße Sie, Aria. Brauchen Sie irgendwas? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Aber natürlich. Erledigt. Kann ich noch etwas tun? Nein, vielen Dank. Gern geschehen. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show, was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Wie hat Cerberus Sie besiegt? Verrat, Ablenkung und eine große Armee. Sie haben mich weggelockt und überfallen. Ich entkam, aber Cerberus belagerte Omega bereits. Bis ich angriffsbereit war, hatten sie sich schon zu gut verschanzt. Sie können ja an einem anderen Tag weiterkämpfen. Und dieser Tag kommt. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu. Es ist doch so, wenn Sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin.
Also will ich Ihnen helfen. Was bieten Sie mir an, Arya? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen sie amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Wenn Sie Reaper bekämpfen, nehme ich Sie. Mit dem Ergebnis kann ich gut leben. Besuchen Sie Nahl. Er ist für das Bloodpack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss sie nur aus dem Gefängnis lassen. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Habe ich gerade aus Versehen eine Hotkey, nicht eine Quicktime-Aktion fallen lassen? Hatte gerade nicht auf den Monitor geguckt. Aber als ich wieder hingesehen habe, da sah es aus, als wäre unten links was Hellblaues verschwunden. Das wäre echt ätzend. Okay, Logbuch. Mission. Okay, such Cache Citadel. Finden Sie eine neue Formel und bringen Sie ins Huerta-Krankenhaus. Ist mal Grenze. Achso, Präsidiumsunterhaus, Flüchtlingslager, Sicherheitsstation, okay. Willkommen, Commander Shepard. Einen Moment, bitte. Ankunft im Präsidiumunterhaus. Okay. Ah. Sie wollen, dass wir uns als Soldaten verpflichten? Können wir denn nichts anderes machen? Das Militär braucht jeden, den es kriegen kann. Keiner von uns kann kämpfen. Mackenzie ist Biotiker, Dave und Graham gehen öfter auf den Schießstand. Oh, und Orion kauft ständig Mods für seine Schrotflinte. Mit der er noch nie geschossen hat. Ich mag unsere Freunde, aber wir sind nicht für den Kampf geeignet. Es ist nur... Ich kann nicht mehr rumsitzen und bei den Vorgängen auf der Erde nur zuschauen. Sie wollen, dass wir uns als Soldaten verpflichten? Können wir denn nichts anderes machen? Das Militär braucht jeden, den es kriegen kann. Keiner von uns... Sie beide könnten Leben retten, indem Sie den Ärzten in den Flüchtlingslagern helfen. Danke. Wer war das? Der erste Spekter der Menschen. Wow. Willkommen bei Kanala-Export. Den Flüchtlingen einfach sind die Blood-Dragon-Panzerung. Bietet Ihnen Produkte für Sicherheit und Seelenfrieden. Das Buch von Planix verlangt Wohltätigkeit. Gelassenheit zu kultivieren ist ein Kriegsgesuch. Willkommen bei Elkos Combine Arsenalvorräte. Ja gut, jetzt habe ich halt nichts mehr. Von Elkos Combine zur Befriedigung all Ihrer Bedürfnisse. Jetzt zu verkaufen wäre unklug. Mir ist durchaus bewusst, was gerade geschieht. Laden Sie sie im Mutancluster ab. Und dann würde ich dazu raten, an einen sichereren Ort zu reisen. Ah, ne. Dachte gerade, er ist derjenige, der seine kaputte Waffe oder was der da hatte, umtauschen will. Der ist halt der Running Gag in Mass Effect. Ich denke, ich werde mit dem Schluss. Ah ne, der ist da unten. Hier unten irgendwo ist der Typ. Ich erinnere mich. Noch bei der Arbeit?
Eins führt zum anderen. Dabei wollte ich eigentlich ein wenig die Aussicht genießen. Beim letzten Mal war das Präsidium nach dem Angriff der Sovereign ein Schutthaufen. Ich habe das Präsidium kaum gesehen, bevor es halb zerstört war. Und nach dem Aufbau war schon wieder Zeit für die nächste Invasion. Die Citadel hat diesen Krieg noch nicht erlebt. Wir sollten das Wichtigste einlagern, solange wir können. Zum Beispiel? E-Zero, schwere Waffen, Söldnertrupps. Wir schaffen das schon. Gönnen Sie sich auch mal etwas Ruhe. Ich weiß, aber es gibt immer Aufgaben oder Besprechungen. Ach übrigens, reden Sie mit dem Volus, Barla Von. Er kennt Söldner, die sich uns anschließen würden. Okay. Barla Von war doch der, von dem wir hier gerade gekommen sind, oder? Dann werde ich erstmal zu dem zurückrennen. Bevor ich vergesse, mit dem zu sprechen. Ich kenne mich doch. Ja, Barla Von. Commander Shepard. Lange nicht gesehen. Barla Von, falls Sie es vergessen haben. Finanzberater. Und ein Bekannter von Admiral Anderson. Ich bewundere seinen Mut, auf Ihrer Heimatwelt den Kampf aufzunehmen. Sie waren ein Agent des Shadow Broker. Das bin ich noch immer. Der Broker hat in letzter Zeit viel zu tun. Ein Team seiner Wachen ist in einem von Reapern kontrollierten Gebiet gestrandet. Wenn sie sie retten, gehören sie ihnen. Der Shadow Broker unterstützt ihr Vorgehen gegen die Reaper. Vielen Dank für die Information. Sie sollten die Sache nur bald in Angriff nehmen. Die Reaper rücken viel zu schnell vor. Kommen Sie nach der Exfiltration zu mir. Ich bin noch eine Weile in meinem Büro. Der galaktische Markt ist ziemlich bewegt. Okay. Okay, hier ist ein Bauer mit dem Trecker hochgefahren, die Straße. Jetzt fährt der Bauer mit demselben Trecker die Straße runter. Ich habe Besseres zu tun, wenn mir langweilig ist. Ah, Edie. Willkommen bei Casa Fabrication Waffen. Casa Fabrication Waffen hat die Erde nicht vergessen. Hallo, Shepard. Sieht aus, als würden Sie Daten sammeln. Diese Annahme ist korrekt. Etwas Weltbewegendes? Die Unmenschlichkeit des Menschen? Ob es eine objektive Realität gibt? Was in der Art? Ich spiele Szenarien durch, um Jeffs Verhalten zu verstehen. Ich glaube, dass er starke Gefühle für mich hegt. Aber er hat noch mit niemandem darüber gesprochen. Shepard, Sie haben sexuelle Erfahrungen aus erster Hand. Woher wissen Sie, wenn jemand emotional engagiert ist? Das zeigt sich an verschiedenen Dingen. Man muss ständig an die andere Person denken. Man bittet sie um Treffen, macht Geschenke, hört eine bestimmte Musik. Ich brauche aber nur Hardware- und Software-Upgrades. Und für meine Kernprogrammierung ist Musik völlig bedeutungslos. Vielleicht sollten wir besprechen, wie wir Jeff zu einer emotionalen Bindung bringen. So macht man das nicht. Es muss natürlich ablaufen. Die Chemie muss stimmen. Verstehe. Es gibt zahlreiche Stoffe, die ich injizieren könnte, um die gewünschte Emotion zu erzeugen. Nein, Sie sollten ganz entspannt etwas tun, was Sie beide mögen. Etwas Einfaches. Humor zum Beispiel. Korrekt. Ich werde mich informieren, ob es irgendwo auf der Citadel Comedy-Shows gibt. Scanne. Meinen Sie, er würde der Mann, der sich aufhängte, mögen? Es geht um einen liebeskranken Schönheitschirurgen. Edie. Wichtig ist, dass man Spaß hat, egal was man macht.
Und wenn Sie Spaß daran haben, hat er ihn wahrscheinlich auch. Dann ist das Resultat eine Unbekannte. Aber Sie meinen, ich sollte es trotzdem versuchen. Niemand hat sich je verliebt, ohne ein wenig Mut zu beweisen. Verstehe. Ich denke, meine Chancen haben sich ihretwegen verbessert, Shepard. Danke. Hey, Commander, sehen Sie mal. Schlagzeile, neuer Blasto-Film bricht am Startwochenende Rekorde. Dann gibt's noch Artikel über Quasar-Turniere, Tipps, wie man seine Wohnung größer erscheinen lässt und, ach ja, eine fette Reaper-Invasion. Sie haben keine Ahnung. Wenn's um die Galaxie geht, halten sich die Leute an das, was sie kennen. Als ob das was Gutes wäre. Besser als Aufstände auf den Straßen. Mag schon sein, aber gibt's denn keinen Mittelweg? Etwas weniger Gartenpflege und mehr Kriegsvorbereitung. Kommt schon noch, sobald die Leute aktiv helfen kann. Und bis dahin ignorieren Sie die unabhängige KI auf dem Präsidium. Hat sie Ärger gehabt? Nein, sie ist mein Mobilitäts-Mac. Dank des Wohlig-Syndroms darf ich sie offiziell überall mit hinnehmen. Endlich bringt mir der Behindertenausweis mal was. Sie ist sicher auch froh, mal ein bisschen was zu sehen. Oh, sie hat sich den Landgang verdient. Willkommen in der Citadel Geschenke. So, was haben wir hier? Willkommen bei Nos Astra Sportartikel. Danke, dass Sie bei Nos Astra Sportartikel eingekauft haben. Ich glaube, hier kommen wir gleich zu unserem Spezialisten. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber Ihr Geschäftsführer hat gesagt, ich bekomme von Ihnen eine Rückerstattung, wenn ich einen Termin mache. Sie stehen nicht auf meiner Terminliste und Sie haben keinen Rechnungsbeleg. Außerdem glaube ich nicht, dass wir dieses Modell überhaupt noch führen. Hören Sie, ich brauche kein neues Modell oder einen Gutschein oder sonst was. Ich will nur mein Geld zurück. Ohne einen Kaufbeleg in irgendeiner Form kann ich nichts machen. Ich könnte das Garantieheft aus meinem Wagen holen. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber Ihr Geschäftsführer hat gesagt, ich bekomme von Ihnen eine Rückerstattung, wenn ich einen Termin mache. Sie stehen nicht auf meiner Terminliste und Sie haben keinen Rechnungsbeleg. Außerdem glaube ich nicht, dass wir dieses Modell überhaupt noch führen. Hören Sie, er wird nicht weggehen. Je früher Sie ihm die Rückerstattung geben, desto früher können Sie nach Hause. Ja, Sie haben recht. Bringen wir es hinter uns. Hier, ich habe Ihnen eine volle Rückerstattung geschickt. Wirklich? Ja. Meinen Sie das ernst? Natürlich. Eine volle Rückerstattung? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Die kompletten 15 Credits. Oh, wow. Hey, danke. Ja, jetzt hat er endlich seine Rückerstattung bekommen. Willkommen bei Cypriotin Waffe. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Auf Ihrer Kreditabrechnung als AME und Exporterschein. Hier ist nix. Das ist problematisch. Wir müssen irgendwie die Wärmeeinheiten stabilisieren. Ich kann ich auch nicht reden. Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Wollen Sie dahin? Zur Zuflucht, meine ich. Tut mir leid, ich dachte... Narr. ...ist auf Militärgerät umschwenken, verlieren wir... Ich habe Pelevan brennen sehen. Und dieses Feuer wird nicht so schnell verlöschen. Wenn Sie helfen können... Hören Sie, Cyrus. Wenn Sie Ihre Aktien verkaufen und sich absetzen wollen, bitte. Aber ich verkaufe keine Finanz-VIs, während meine Heimatwelt in Flammen steht. Okay, okay, lassen Sie mich nachdenken. Wir könnten die VIs zu modernen Zielerfassungslösungen umfunktionieren. Genau, den Großteil der Hardware könnten wir weiterverwenden. Die Finanz-VI hat mehr Rechenleistung, als wir dafür brauchen. Ja, ja, das müsste klappen. Wir rüsten die VI so um, dass sie für alle gängigen Waffen funktioniert. Waffennachrüstung ohne Neuerwerb eines Zielcomputers. Flexibilität und kurze Reaktionszeiten. Wir verdienen ein Vermögen. Ein kleines Vermögen. Wir verkaufen sie zum Selbstkostenpreis plus 3%. Na gut. Ich muss mir echt angewöhnen, mehr darauf zu warten, was die Leute sagen. Schnell, Hände auf den Rücken. Sie werden gleich hier sein. Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Creed, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya ihn Shepard bringt, stehen seine Leute unter Ihrem Befehl. Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Kein guter Anfang für eine Freundschaft.
Er kommt. Nehmen Sie die Hände auf den Rücken und tun Sie so, als hätte ich Sie verprügelt oder so. Sie sollten mich nicht hintergehen. Ruhe! Ah, Arya T'Loc ist mächtiger, als Creed dachte. Erst ihre Anweisungen unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das. Oh, Commander Shepard. Nur damit Sie's wissen. Ihr Kopf wird die Kühlerfigur meines Privatshuttles. Halten Sie Abstand, Creed, und erfüllen Sie Arias Bedingungen? Ah, absolut. Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen. Mit Ihnen habe ich nicht geredet. Grill? Was? Sie haben mein Wort. Feuer frei! Nicht ihn. Grill soll die Führung übernehmen. Er ist Arias Dealpartner. Ja. Ja. Ich bin Arias Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Arya nicht. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha. Gute Arbeit, Nal. Danke für die Waffe. Jederzeit. Grill und ich sagen Arya, dass wir grünes Licht haben. Ruf, Vorbild, Credits, Erfahrung. Und wisst ihr was? Zum Abschluss der Folge werden wir nochmal das ganze Geld auf den Kopf kloppen. Im nächstbesten Laden, den wir kriegen können. Also einmal dort unten. Da ist aber auch noch ein Büro, in das ich rein kann. Willkommen bei Aegor Munition. Danke, dass Sie bei Aegor. So, 2,8 haben wir noch. Aber alles kostet 4. Naja, gut, schade. Gucke ich nochmal, ob es hier irgendwas speziell gibt. Hier ist C-Sicherheit. Aber mehr auch nicht. Gut, damit bedanke ich mich dann mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.